Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Schön, und dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau. Ja, und genau. Jetzt darfst du weiter erzählen. Genau, und genau, und jetzt ja. Ja, wir sind natürlich wieder im Ringkrieg, der sich aber hoffentlich, vermutlich, so langsam dem Ende neigt. Du ist mittlerweile dabei, in einem massiven Schlag quasi alle meine Gebiete zu überrennen. Damit dürfte er mich theoretisch aus dem Spiel nehmen. Praktisch wissen wir es nicht, wir haben es nämlich noch nie gehabt. Und gucken mal, was wird. Also auf jeden Fall, ich rechne... Ist natürlich auch die Frage an der Stelle, ja? Was würde denn passieren, wenn ich dich jetzt schlage, dich alleine? Lebst du dann noch weiter oder bist du... Weiß ich nicht. Ich habe das Spiel gesagt, halt. Keine Ahnung. Deswegen ist natürlich wirklich die Frage, rein theoretisch, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich werfe dich hier an der Stelle jetzt auf dem Schicksalsberg im Grunde genommen zurück halt. Man muss erstmal so für die Zuschauer an der Stelle nochmal, wenn Black jetzt hier auf dem Schicksalsberg, mhm, wenn der Black gewinnt, bekommt er auch dieses Gebiet halt im Grunde genommen. Das bedeutet, wir können einmal auf die Karte schauen, alle sämtlichen anderen Schlachten wurden bereits geschlagen, bis auf vielleicht die eine, die noch zu automatisch zu berechnen ist, da wird der Black aber das Gebiet definitiv verlieren. Das heißt, der Black könnte nur noch den Schicksalsberg bekommen. Gehen wir mal davon aus, ich gewinne dieses Spiel, was vielleicht sein kann, vielleicht aber auch nicht, wird man sehen. Und was passiert dann? Dann hat er gar keine Gebiete mehr. Leben seine Heldenarmeen weiter oder ist er dann an der Stelle einmal komplett raus? Das ist natürlich auch nochmal eine interessante Frage. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil theoretischerweise bist du ja noch mit dem anderen verbündet und du hast ja eigentlich sogar noch Gebiete, theoretisch so ein Stück weit irgendwo irgendwie. Ja, genau. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das ist, denn wir hatten es halt noch nie. Das ist interessant, das rauszufinden, auf jeden Fall. Ja, deswegen gucken wir einfach mal. Wir gehen einfach mal in die Schlacht rein, ohne lange weiter herumzuschnacken hier. Und Entschuldigung. Ich mute mich an der Stelle mal und ich auch. Und weiter geht's. So, jetzt ist natürlich die Frage halt. Wir haben einen Angriff von Black von linker Seite. Das bedeutet, von linker Seite her dürfte dann wahrscheinlich der Black dort sein. Das bedeutet, ich werde so schnell es geht mit meinen Einheiten dort im Grunde genommen loslegen, weil ich habe nur diese eine Möglichkeit, wenn man das halt so möchte. Das heißt, wir gehen auch los. Okay. So, am Schicksalsberg haben wir ja schon mehrfach gefightet, wenn man das halt so möchte. So, das wird das Gebiet sein. Ne, da wird er nicht kommen, herkommen. Das wird eigentlich Kankra sein. Wobei doch. Ne. Oh, ist das heftig. Los, bringt sie hierher. Plündert das Gebäude. Verschont niemanden. Zerstört alles. Vergiftet sie, Spinnen. Bräuchte jetzt noch den zweiten. Okay. Nein, es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Oh nein. Ist das behindert? Scheiße, ey, ist das behindert. Thank you.
Wir wären dann fertig. Ich dachte, wir sind fertig. Das ist natürlich jetzt richtig kacke. Ja gut, wir probieren trotzdem noch unser Möglichstes. Okay, wir gehen erstmal, sammeln erstmal das hier. Okay. Gehen erstmal hier runter einmal. Ich dachte, wir sind fertig. Baut! Da ist der Feind. Was sollen wir tun? Wer sind diese wilden Orks? Schnell weg von der Mine! Die Höhle ist bereit. Arbeitet an eurer Einstellung. Das neue Gebäude ist fertig. Jetzt haben wir das haben viel zu tun. Mach dich nützlich. Zu Befehl. Hier, bewegt euch. Nicht stehen bleiben. Sind Sie das? Ist das der Feind? Wir haben ihr Lager entdeckt. Wir werden dann fertig. Der Feind arbeitet an eurer Einstellung. Verteidigt den Baumeister! Bereit? Kommt schon! Noch ein Angriff! Hier! Nicht stehen bleiben! Macht, was euch befohlen wird! Sie greifen die Mine an! Okay, hier unten ist er. Was? Hier! Reißt alles ein! Habt ihr das gehört? Es gehört uns! Sollen Sie nur kommen? Nicht stehen bleiben! Zu Befehl! Noch mehr Orks! Bereit! Sammelt euch! Da ist der Feind! Was sollen wir tun? Das Gebäude ist fertig! Ja, wir haben das Gebäude eingenommen! Schnell weg von der Mine! Sie greifen den Baumeister an! Mein Baumeister verloren wieder. Scheiße. Das Auge beobachtet uns. Okay, das wird's. Okay, das war's an der Stelle. In den NPC schon mal. Okay. Zu Befehl! Vorwärts, Marsch! Ich glaube, ich rieche den Feind. Wir haben meinen Feind vernichtet. Okay, brutal wurde besiegt. Das heißt, jetzt nur noch mich gegen den Black. Was? Sie kommen schon hier. Von wo greifen Sie uns an? Das heißt, nur noch ich gegen den Black. So, noch mehr Orkkrieger. Mehr Orkkrieger für die Welt. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall erstmal die Festung. Die feste Festung. Wir gehen einfach mal hier runter, gucken mal, wie es da hier unten aussieht. Und haben hier unten eine schöne Produktion. Jawoll.
Lager des Feindes alles ein! Habt ihr das gehört? Nicht stehen bleiben! Was? Zerstört alles! Die Festung ist bereit! Wer sind diese wilden Arbeiter? Baut! So, okay, das Lager wird angegriffen. Ja, okay. Akzeptiert. Okay, er hat hier auf jeden Fall noch eine Schatzkammer. Okay, ganz, ganz sneaky gemacht. Okay, wieder eine neue Höhle. So, wichtig ist, dass wir Kankra jetzt erstmal töten. So, wir schicken da alles jetzt einfach mal, zack, gewonnen. Hättest du doch noch zu Ende spielen können. Ja, hätte ich machen können, aber ganz ehrlich, wie gesagt, dadurch, dass der Verbündete ausgeschaltet wurde, war da halt nichts mehr zu machen. Du hattest, habe ich wenigstens einen Baumeister weghauen können, oder? Ja, ein Baumeister wurde weggehauen, aber ich hatte eine Festung gebaut. Ich kann sagen, dass es etwas knapper war, aber. Naja, eigentlich aber nicht. Du konntest dich halt wirklich verdammt schnell aufbauen, das ist, ne, ja, gut, ist jetzt dein Gebiet, aber trotzdem, das war schon heftig. Ja, mal schauen, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt. Wir haben es ja vorher besprochen, was da hier so passiert. Vorhin gesagt, gucken. Genau. Schlacht schlagen in Minas Tirith, muss ich noch eine Schlacht. Aber du bist wahrscheinlich erstmal, also bist du wahrscheinlich erstmal, wirst du vermutlich erstmal weggeschmissen, schätze ich fast. Na, glaube ich nicht. Ja, ne, okay, der Brutale hat gewonnen. Zählt das nicht? So, na gut, dann gucken wir mal, war das die letzte Folge oder musst du weiterkämpfen? Weil es kann ja auch gut sein, dass wenn ich ausgeschieden bin, automatisch der Ringkrieg verloren ist. Auch eine Sache, haben wir nie beachtet. Oder aber ich übernehme den Gelben. Oder aber, ja, wie gesagt, ich mache einfach weiter, weil meine Einheiten ja noch da sind. Wir wissen es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ne? Genau. So. Hast du deine Schlacht geschlagen? Ja. Ich habe meine Schlacht geschlagen. Ich bin schon auf Phase Benden gegangen. Gut, dann gehe ich auch mal dahin. Dein Gegner Black Mass wurde besiegt. Ja. Werden zerstört, seine Terminals sind ab sofort verlassen, muss man sagen. Gegner vernichtet. Ja, welche Territorien? Hey, alle meine Territorien sind verlassen. Ich glaube auch. Damit bin ich raus, du konntest die Territorien Mittelerdes nicht erobern. Ja, ich bin raus, ich weiß nicht, ob du weiterspielen kannst. Ich kann auf jeden Fall noch weiterspielen, das bedeutet... Ja, dann, machst du das. Ich bin leider raus, ich kann leider, vielleicht kann ich als Zuschauer irgendwie reinhauen, aber ich glaube nicht, weil das ist ja nicht eingestellt gewesen. Nee, leider nicht. Dann spiel du das am besten noch zu Ende, denn, wie gesagt, ein würdiger Abschluss sollte schon sein. Und wir sehen dann weiter. Auf jeden Fall eine ganz lustige Sache. Das definitiv, so. Also das muss man auf jeden Fall so sagen. Das ist definitiv eine ganz, ganz witzige Sache hier. Jo. Okay. Ich beende mal diese Folge hier bei mir. Und du hast noch eine finale Folge oder zwei bei sich zu zeigen. Ich hänge die einfach so hinten ran im Grunde genommen an der Stelle. Ne? Ich mute mich da an der Stelle einfach mal. Und ja, auf allen Zuschauern auf Blacks Kanal. Ja, danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder irgendwann. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau. Tschüss. So, wir gucken mal. Wir wollen einmal diesen Ringkrieg noch zu Ende bringen. Das bedeutet, wir wollen einmal gucken, dass wir... So, das bedeutet, jetzt kann man ja auf jeden Fall definitiv auch etwas anders spielen. Das heißt, er setzt auf Minas Tirith. Was macht er hier?
Macht hier oben, macht er erstmal nichts. Okay, gut, hier oben können wir auch erstmal, würde halt auch erstmal sagen, dass wir den Kollegen hier erstmal nochmal zurückwerfen mit unseren Einheiten. Ja, das heißt, wir gehen einmal in diese Phase hinein. Das heißt, wir haben hier eine Schlacht, machen da jetzt aber auch gar nichts mehr Echtzeit. Das heißt, wir gehen einmal auf automatisch berechnen an der Stelle. Ist jetzt im Grunde genommen besiegt. Fortsetzen. Ah, jetzt kann ich sogar auf Echtzeit gehen, wenn ich das wollen würde, theoretisch. Ja, okay, gut. Das heißt, er wurde hier zurückgeschmettert. Das heißt, wir haben ja, Phase beenden. So, das heißt, mein Verbündeter greift jetzt auf jeden Fall mit an. Das heißt, ich gehe jetzt einmal mit Kankra, gehe ich jetzt nach oben. Ja, das sollte eigentlich ausreichend sein, ne? Machen einmal automatisch berechnen. Das heißt, Minas Morgul ist da auch ganz, ganz schnell gefallen eigentlich. Bedeutet, alle Einheiten befinden sich jetzt an der Stelle hier oben. Da haben wir jetzt natürlich nicht ganz drauf geachtet. Das ist an der Stelle mein Gebiet. Sehr schön. Ich habe alle Regionen Modus unterworfen. Ah, siehst du, auch noch nicht gehabt, noch nie gehabt, so von der Sache her. Okay, das bedeutet, ich muss jetzt alle meine Armeen einmal nach oben schieben, wenn man das halt so möchte. Bauen hier noch einen Gang. Wir können hier auf jeden Fall noch ein paar mehr Gänge sogar noch bauen. Das heißt, wir bauen hier nochmal einen Gang, da nochmal einen Gang. Einfach um, damit wir da wirklich die zu 100%, wir haben nämlich jetzt hier oben nämlich das Problem. Gut, hier ist eine Festung. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er hier irgendwas noch reißen kann, sozusagen. Aber wir bauen einfach mal nochmal, einfach zur Sicherheit, damit wir da nochmal die Möglichkeit haben. Okay, er greift hier nochmal an, hat aber hier auch super schnell nochmal irgendwelche Einheiten bekommen gehabt. Automatisch berechnen, zwei Heldenarmeen wird knapp. Ne, ah, okay. Das ging auch relativ gut klar. Zack, gehen einmal auf Phase beenden, das heißt, er ist hier wieder zurückgeworfen worden. So, das heißt, wir kommen jetzt an der Stelle einmal von dieser Seite her. Können auch hier einmal noch mal die Einheiten hin und her verschieben. Schieben einmal noch die hinterher. Elrond bleibt übrigens die ganze Zeit da links oben. Ne? Diesmal ist es nur einmal, wo er angreift. Also automatisch berechnen. Okay, wir gehen hier hoch, gehen einmal damit hoch. Okay, mein anderer NPC, der kommt auch so langsam. Ja. So, hier passiert wahrscheinlich gar nichts mehr. So, Kankra ist mittlerweile Level 10. War die vorher schon? Ah ja, stimmt. Kankra. Mit Kankra habe ich relativ viel gespielt. Ja, hat er ja schon. Und Kankra darf auch im Grunde genommen den Erebor erobern, wenn sie das möchte. Das heißt, wir können ja mal gucken, dass wir hier noch ein paar Einheiten hin und her geschoben bekommen. Es sind natürlich drei Heldenarmeen. Aber wir gucken natürlich mal, ob wir das mit drei Heldenarmeen entsprechend halt hinbekommen. Wenn nicht, dann sei es so. Gucken wir mal. Mal schauen. Automatisch berechnen gegen drei Heldenarmeen. Das ist natürlich. Ja, das war's an der Stelle. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Gehen einmal auf Phase beenden. Du hast die benötigte Anzahl an Territorien Mittelerdes erobert. Also eigentlich im Grunde genommen alles, aber die eine Festung war halt natürlich an der Stelle. Ja, nicht einzunehmen gegen zwei. Da hat der NPC leider nicht ganz im Grunde genommen so richtig mitgespielt.
Wir gucken uns einmal auf jeden Fall nochmal so ein Stück weit die Statistiken halt auf jeden Fall halt dazu an und schauen, wie es denn im Grunde genommen aussah. Das heißt, wir haben eigentlich wirklich schon ab der Hälfte, es hat wirklich noch die Hälfte im Grunde genommen gedauert, sodass wir hatten wir schon ein massives Übergewicht gehabt. Meines Erachtens lag es daran, dass sich gegen der gelbe NPC massiv aufgerieben hat an, wir können ja auch nochmal gucken hier, na, der hatte nämlich relativ viele Einheiten, genau, und dann hat er sich so nach und nach aufgerieben an Bruchteil halt ganz einfach, ne? Einfach immer reingeschickt und konnte das niemals irgendwie annähernd halt auch gewinnen und ja, ansonsten war es halt natürlich immer wieder ein ausgeglichenes Spiel, ne? Einheitentechnisch, ne? Konnte der Black halt gerade immer wieder recht nah zum Beispiel herankommen, ne? Gebäudetechnisch natürlich und territorientechnisch natürlich leider nie wirklich. Das war leider ein bisschen schade, aber nun gut, so sei es im Grunde genommen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.